Wieso soll ich sie respektieren, weil sie neu sind, weil sie ein Kreuz haben lassen? Weil ich ein Mensch bin und weil jeder Mensch einen gewissen Respekt verdient. Lebendig begraben, ihnen den Kopf mit einer Axt abgehackt, sie lebendig auf öffentlichen Plätzen verbrannt, alles als grauliche Schauspieler. In diesem Jahrhundert haben wir unermüdlich nach immer humaneren Methoden gesucht, mit denen wir Leute umbrachten, die uns nicht gefielen. Wir haben sie vor Erschießungskommandos gestellt, wie in Gaskammern erstickt. Aber jetzt haben wir es geschafft, etwas zu entwickeln, und zwar ein Verfahren, das ist mit Abstand das Humanste, das ich mir denken kann. Glückliche Illusion. Wir schneiden einander von dem Tisch fest. Wir narkotisieren ihn mit Injektion 1, dann kommt die Injektion 2 und die Seele flutiert seine Lunge und danach kommt die dritte und die bewirkt Herzstillstand. Wir schläfern den Mann ein wie einen alten Hund. Er fällt, als würde er durch einen Schlag getroffen. Innerlich führen seine Organe einen Verzweiflungskampf. Seine Gesichtsmuskeln würden zucken, sich verkrampfen und verzerrt. Seine Injektion 1 hat all diese Muskeln gespannt, damit wir keine Horrorschuld sehen müssen. Denn wir wollen ja nicht den Geschmack des Blutes der Verkältung auf den Lippen. Wir